Ich war alle Ferien, ich war am Wochenende, immer wenn das ging, war ich auf dem Schiff. Ne? Von klein auf an schon immer, ich war immer mit auf dem Schiff. Ne? Von daher kam auch eigentlich überhaupt nichts anderes in Frage, als das, was ich jetzt hier mache. Ich muss jetzt akzeptieren, dass er 3-4 Monate einfach nicht da ist. Letzter Container vor Abfahrt. Kapitän Ingo Drewes zeigt dem britischen Lotsen die Instrumente der Hennecke Rambo. Morgen 17 Uhr Hamburg. 12 Uhr Elbe 1. Ja, 12 Elbe 1, 17 Uhr oben. Tilbury an der Themse, mit Kreuzfahrtschiff für London-Touristen. Nicht für Ingo Drewes. Nee. Hey, dann hätte ich auch Arzt werden können, dann muss ich auch einen Kittel anziehen. Das ist nichts. Nee, nee. Also was mit Uniform, sowas gezwungen ist, nee. Nein, keine Chance. Außer wie gesagt, wenn die Reederei das wünscht, müssen sie die Klamotten stellen. Aber dann brauchst du nur einen extra hier, der den ganzen Krasperkram nachher bügelt. Alles klar. Gut. We're lucky today. We haven't got much traffic. Wir haben Glück, nicht viel los. Das ist kein leichtes Gebiet. Die Mündung öffnet sich sehr plötzlich. Deshalb kann auch die Flut sehr plötzlich und sehr stark sein. The speed of the currents and the tide. Vier Stunden muss der Lotse an Bord bleiben, bis in die offene Nordsee. Immer schön, dieses Schiff zu sehen. Gutes Handling, gutes Tempo. In Hamburg gebaut, von Hamburg aus betrieben und der Kapitän aus Hamburg? Gut. Maintenance, everything is nice here. So. Es gibt andere Schiffe, wo man nicht rauf möchte. Der Lotse fährt zurück nach Ramsgate an die englische Küste. 6 Stunden Pause, dann das nächste Schiff. Die Hennecke Rambo, der Rambo-Reederei in Drochtersen an der Elbe, fährt für den französischen Schifffahrtsriesen CMA CGM im Liniendienst zwischen Hamburg und Südspanien bis Marokko. Bis zu 18 Knoten schnell, 135 Meter lang, Platz für knapp 900 Container. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Keine Ahnung. Da kann sonst was drin sein. Steine aus Marokko, weiß es nicht. Sand. Von Spanien unten da, von Huelva meistens, da kommen dann die Kühlschränke, die Kühlcontainer. Erdbeersalat, Gurken. Ja, was da auf der Ecke wächst. Ey. 2007 gebaut, 13 Mann Besatzung. 4 arbeiten in der Maschine. Einer von 2 Auszubildenden bei der Kontrollrunde. Flüssigkeiten, Pegelstände, Temperatur und Druck. Am Ende guckt der Chief, der erste Maschinist, ob die Zahlen passen. Die zweite Spitze an Bord, nach dem Kapitän. Captain, it's a big boss. Der Kapitän ist der Boss. Abteilungsleiter sind wir aber beide. Ich habe die Abteilung Untergrund. Our department underground. Die Kontrolldaten müssen ins Logbuch übertragen werden. Wladimir Shigalko ist aus Belarus. Die Mannschaft kommt von den Philippinen. Auf See beginnt die Arbeit um 8. In den Häfen ist sie an die Liegezeiten gebunden. Ein Tag pro Woche frei. Also deutsche Seeleute, jetzt bin ich hier alleine. Ne? Sonst bin ich alleine. Ja, aber es ist okay, die Jungs sind alle lange hier. Man versteht sie, man spricht ja auch eine andere Sprache, nicht nur Deutsch. Das geht schon. Also ich lerne jetzt kein Russisch, aber Englisch schnacken die und ich auch. Das ist alles gut. In this position. Der Kapitän und 2 Offiziere wechseln sich auf der Brücke ab. 1634. Der zweite kommt aus Litauen.
Mongers, like this. Easy life. Über Politik spricht niemand an Bord. Die Hennecke Rambo vor der holländischen Küste. Eins der riesigen 400-Meter-Schiffe überholt Steuerbord. Noch eine Nacht bis zur Elbe. Ja, warte mal, was nehmen wir denn da? Nehmen wir die quer, ne? Quer, ne? Sowas. Irgendwann druckt man die dann aus und dann macht man so einen schönen Bilderrahmen fertig hier und hängt den hier irgendwo hin. Und das war Rotterdam. Was soll ich sagen? Ich bin Gefühlsmensch, ja. Ja, ja, bin ich. Ist so, weiß nicht, ob das im Alter schlimmer wird, aber ja, es ist so. Die Familie fährt mit in der Kammer. Ingos Frau Britta, der Sohn Dustin. Aber eigentlich sehen wir uns alle 3 Wochen in Hamburg. Ja, ist immer schön. Das ist immer gut. 3 Wochen von Hamburg bis Hamburg. Anleger Lühe im alten Land an der Elbe. Genau gegenüber der Elbblick, ein Traditionshaus, Hotel und Restaurant, oben und unten. Ingos Frau Britta fängt immer oben an. Bettenwechsel. So. Mit der Chefin, Nadine. Haben wir heute Abend eigentlich viel angemeldet, Nadine? Ja, es geht. 3 freie Tische haben wir noch. Das ist ja in Ordnung. Das war's gewesen. Keine 100 Meter Luftlinie bis zur Weltschifffahrtslinie. Die Queen Mary, die habe ich auch gesehen. Haben wir gesehen? Ja. Ich bin nicht so der Fan von Kreuzfahrtschiffen. Und alle 3 Wochen der Kapitän und Ehemann. Manchmal passt es. Da sind wir extra hochgerannt und haben geguckt. Und er hat vorher angerufen und hat gesagt, ne, komm. Ich bin gleich da. Genau. Ich bin gleich da. Seht zu, dass ihr hochkommt. Nach oben kommt unten. Früher hatte Britta einen Friseursalon. Das ist vorbei seit der Geburt des Sohnes. Um 17 Uhr öffnet das Restaurant. Ab 5 vor 5. Ist es gemütlich. Jugoslawische Küche bietet Vujojovic an. Und das, was es immer schon gab im Elbblick, Hochzeitssuppe. Die waren vorher im Buxtehude. Na, Nadine und Vujo hatten ja im Buxtehude ein Restaurant. Und davor hatten sie in Bachenbrook ein Restaurant. Und in dem Restaurant in Bachenbrook hatten Ingo und ich unser erstes Date. Ingo Drewes ist in der Deutschen Bucht. Und der Überholer vom Vorabend muss auf den Lotsen warten. Dass er noch 20 Minuten treibt, das wäre gut, dann wären wir vorbei. Ist schon Wahnsinn, mit 400 Meter Schiff die Elbe hoch. Verrückt. Hat früher wahrscheinlich auch keiner gedacht. Früher hat wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass die Kühlbahnbrücke mal irgendwann zu niedrig ist. Ja. Cuxhaven Elbe-Traffic. Hennecke Rambo. Moin, ja, 8 Uhr, einmal nach Hamburg, 7,30 Meter, Kapitän Drewes, 14 Mann. Mit ohne alles. Mit ohne alles, Freunde, ganz wunderbar, eine gute Fahrt. Mit ohne alles. Wer so oft fährt wie Ingo, ist von der Lotsenpflicht befreit. Frühstück in der Mannschaftsmesse mit philippinischem Video. Ein Gangsterfilm, sagt der Koch. Und den Gangster kriegt später die Polizei. Ein Klassiker. Alle wissen, wie er ausgeht. 100, maybe more. Und manche haben ihn mehr als 100 Mal gesehen. Nach dem Frühstück das Mittagessen. Josef Galvez kocht immer europäisch und asiatisch und steht vor den anderen auf. 6 in the morning or before 6. Um 6 oder noch früher. Und es geht bis abends um 6. Aber um 1 habe ich Pause. Wenigstens 2 Stunden. So, at least almost 2 hour break. Und ohne freien Tag. Wie die Offiziere, wie der Kapitän. Der muss heute auf der Brücke essen. Lotsenbefreiung, das heißt Anwesenheitspflicht. Danke schön. Okay, ganz gut. Geht mal und
Hier ist korrekt. Küstennähe bedeutet Handynetz. Und auf den Philippinen ist es noch früh genug. Sag mal, nicht lang, Martin. Die Frau ist noch nicht im Bett. Da könnte draußen der Eiffelturm stehen. Josef würde drin bleiben. Draußen steht die Kugelbake, der nördlichste Punkt Niedersachsens. Der Kapitän hat das nächste 400-Meter-Schiff vor der Nase. Henneke Rambo, St. Margarethen Radar. Schönen guten Tag. Kann ich im Süden vorbei oder soll ich dahinter bleiben? Ich weiß ja nicht, wann will er oben sein. Ja, der Vordermann, der TSCL, der will nach Passage vom Dammrad, will er doch Gas geben, dann will er doch auf 15, 16 Knoten kommen. Also dann sage ich ihm erstmal Bescheid, dass er dahinter bleiben soll. Oh. Alles klar, danke. Okay. So geht's natürlich auch, bei schönem Wetter hinterherfahren ist auch toll. Ingos Heimat, das alte Land. Mit Lühe-Anleger. Der Kapitän hat den Auszubildenden ans Ruder gesetzt. Langsam auf die grüne Tonne da. Da kann ja so ein großer Blauer den ganzen Tag versauen, ne? Scheiße. Letzte Überholchance vor Blankenese. So, der CSC Globe, Henneke Rambo. Henneke Rambo, CSC Globe. Ist das okay für Sie, wenn ich jetzt auf den Norden vorbeikomme? Ja, das ist in Ordnung. Dann machen wir das, alles klar. Wenigstens das. Das Einfahrtmanöver des Blauen hätte Ingo eine halbe Stunde kosten können. Der Liegeplatz der Henneke Rambo ist im östlichen Hafen, das Universalterminal von C. Steinweg. Nicht so groß, aber schnell, sagt Ingo, und entspannt. Und beim Anlegen, fahren muss man können. Das Manöver war gut. Letzten Moment habe ich so nicht den Abstand eigentlich nicht mehr gesehen, wusste aber, dass noch genug da ist. Ich weiß nicht, wo war, 1 Meter oder 1,5 Meter. Alles gut. Das passt. Den trockenen. Ja, der schmeckt sehr gut. 18 Uhr im Elbblick. Britta hat heute keine Zeit gehabt, nach Schiffen zu gucken. Ein dunkles? Gerne doch. Nicht alle Gaststätten im alten Land haben Corona überstanden. Im Elbblick ist jetzt noch mehr los. Und das liegt nicht nur an der Hochzeitssuppe. Das alkoholfreie Hefe? Immer mehr Stammkunden. Die genau wissen, warum sie kommen. Da haben wir schon gefühlt, es gibt ein ganz kaltes Glas. Jeden Tag, ganz klar, denke ich an Ingo. Immer wenn er Funkverbindung hat, versuche ich mit ihm zu telefonieren. Ich denke viel, aber Anna, während der Arbeit habe ich natürlich keine Zeit, an Ingo zu denken. Von daher lenkt Arbeit auch wirklich gut ab, das muss man auch sagen. Ein ganz normaler Mittwoch und der Elbblick ist voll. Aber im alten Land wird früh gegessen. Britta ist früh genug zu Hause, um mit dem Sohn früh aufzustehen. Der ist auch gerade da. Dustin jobbt im Elbblick ab und zu. Ich freue mich immer, an der Maschine zu arbeiten. Ist schöner als zu Hause. Es geht schneller. Seine Kumpels sind jetzt auf dem Hamburger Dom. Autoscooter oder der Breakdancer. Dann dreht sich einmal das ganze Rondell, wo das alles draufsteht. Und dann drehen sich die Wagen noch mal einzeln. Also im Prinzip dreht man sich zweifach. Und das ist lustig, sag ich mal. Dankeschön. Der große Tisch und alle zahlen einzeln. Da bleibt nicht jede Servicekraft freundlich. Britta schon. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Britta ist meine treue Seele. Britta macht es immer super. Wir sind ein eingespieltes Team. Läuft gut. Ich komme noch mal vorbei. Super. Alles klar. Dann lass dir das schmecken. Ne? Tja, danke. Wir sind ein schönes Team. Ich habe einen tollen Chef, eine tolle Chefin. Das macht so einen Spaß. Wir sind wie eine große Familie.
Ja, und aufgrund dessen, dass ich zu Hause eigentlich selten jemanden habe, mit dem ich mich unterhalten kann, ist es so, alle Probleme, alle Sorgen, ja, die bespreche ich hier. Ingo ist schon in Hamburg. Morgen fährt Britta in den Hafen. Uhr. Es geht gleich los. Der erste Offizier prüft die Ladung. Today we have including reefer containers. Wladimir Bulavinov aus Kaliningrad. 48 Container gehen an Bord. 48 Units. Matthias, Ingo, Hennige. Na, du, pass auf, ich habe mal eine Frage hier bei diesem... Nee, war ein großes. Richtig. Für den Kapitän ist Hamburg der wichtigste Hafen der Reise. Ersatzteile, Reparaturen, Crewwechsel. Und dann habe ich da noch eine Frage. Du hättest da und alles soll fertig sein, bevor die 48 Container an Bord sind. Um 8 der erste Schiffsbesuch. Proviant für die nächsten 3 Wochen eigentlich, ne? Das heißt, zum ersten Mal runter. Eine Treppe hat 12 Stufen. Von Treppe zu Treppe hast du 6 Schritte. Ja, man fängt irgendwann an zu zingeln. 6 Ebenen mindestens. Ein Schiff funktioniert in der Vertikalen, gerade für den Kapitän. Reis, Gemüse, Fleisch. Der Proviant für die ganze Reise von Hamburg bis Südspanien, bis Casablanca in Marokko und wieder zurück. Und der Kapitän ist nicht dabei, denn die Heuer ist da. Wo fährst du jetzt mit denen hin hier? Wilhelmsburg oder? Manche Seeleute hätten die gerne in Bar. Ist ja nicht für mich. Es ist nicht für mich. Aber den Überblick über die Proviantierung muss auch der Koch haben. Den Lieferzettel abhaken, die Kühlkette einhalten. Und kochen muss Josef auch noch. Eins nach dem anderen. So, komm erst mal her. Komm erst mal Hallo sagen. Alles gut? Britta hat für Ingo ein paar Ersatzteile dabei, an die sonst niemand denkt. Einen neuen Kapuzenpulli, weil es manchmal so zieht auf der Brücke. Boah, das sieht aus. Hast du den noch kämmen? Das sieht gut aus. Moin Kai. Von dir habe ich alleine nichts gehört. Aber du bist auch bei der Dinnerarbeit. Ne? You need some help? Everything for you. No. Nur Spaß. Die Tüten sind für Ingo. Not so heavy? No, not so heavy. Altländeräpfel, die stellt sie ihm in die Kammer. Der gelieferte Proviant muss quittiert werden. Der Koch ist zufrieden. Alles so angekommen, wie es bestellt wurde. Sehr gut. Das Schiff wird alle 4 Wochen vor uns beliefert. 3 Wochen. Okay, alle 3 Wochen, ja. Wir sind ja alle 3 Wochen hier. Hallo Peggy, Ingo Hennige. Hi. Hi. Hast du schon was für Rotterdam morgen, was Festes? Höchste Zeit für den Anruf beim Charterer, ja, der die Häfen plant. Ja, was heißt ja? Klingst ein bisschen kacke. Nee, ich bin gerade die Treppen hochgelaufen, ich bin ein bisschen aus der Puste. Okay, dann klingst du so wie ich. Also dann fahren wir morgen, also wir fahren Rotterdam dann erstmal auf, was weiß ich, 12:30, 13 Uhr Lotse. Okay, ich wünsche dir was, ciao. In 24 Stunden Einfahrt nach Rotterdam, aber jetzt ist erstmal der Reeder an Bord. Ab und zu kommt er. Sven Rambo. Ingo ist seit 15 Jahren bei Rambo. Wartung des Schiffs, Crewplanung, Werftaufenthalte. Rambo braucht die Meinung seines Kapitäns. In einer Ladepause Termin vorne am Bug. Mit einer Plüschrobbe. Die hat der Reeder von einer Grundschulklasse bekommen. Ingo soll sie mitnehmen. Die Kinder kommen dann immer die Fotos von der Robbe, um dann zu sehen, wo sie ist und ein bisschen Schifffahrtsluft zu schnuppern, sag ich mal. Das ist für die Grundschule in Assel, ist das. Also für die Kinder der Grundschule in Assel. Erstes Foto, die Übergabe. Der letzte Move, die letzte Ladebewegung, ist in jedem Hafen die Kiste mit den Containerklemmen, die Twistlocks. Und Thermosocken, habe ich auch. Ich habe nur Thermosocken hier gehabt, die habe ich auch. Das war nämlich doch fix kalt heute. Wir sehen uns. Grüßchen, gut. Hab dich auch. Wow. Alter, ist das kalt.
Der erste Maschinist regelt noch die Luftzufuhr. Der letzte Schritt, dann wird die Hauptmaschine gestartet. 8000 kW. Erste Seemeile der neuen Reise und gleich wieder ein großes Schiff. Der macht ja noch Lotsenwechsel. Tim Brunsbüttel noch mal Lotsenwechsel. Ist gut, wenn du vorweg bist. Bei der Ausfahrt an Backbord, das alte Land. Ja, sieht das Werft, Kranz, Heimat. Mit untergehender Sonne, das ist auch cool, hatte ich auch noch nicht. Gegen die Flut, also 5 Stunden bis Kugelbake, 6 bis Elbe 1. Und mit einem Passagier mehr auf der Brücke, Robbe Robin aus Assel. In Hamburg-Kranz beginnt der Tag. Bei Familie Drewes werden die ersten Entscheidungen getroffen. Musst du auch einen Toast zum Mitnehmen haben? Nee. Oder wie lange hast du heute Schule? Nee, nur 6 Stunden. Meine, brauchst du nichts mitnehmen. So. Dustin geht in Niedersachsen zur Schule bzw. fährt. In die berufsbildende Schule Buxtehude. Gute 10 Kilometer und ein gutes Jahr noch bis zum Abitur. Erste Stunde beim Klassenlehrer. Wir fangen heute mit einem neuen Thema an, und zwar das Thema Globalisierung. Das Wirtschaftsinformatik bei Herrn Langer. Einschätzen und ist auch fürs Abitur relevant. Das ist ein Thema. Ja. Der Begriff Globalisierung ist in den 60er Jahren entstanden und heißt im Grunde die ganze Welt betreffend. Gruppenarbeit. Welche Alltagsthemen könnten mit Globalisierung zu tun haben? Dustins Gruppe meint Unterhaltung. Was meintet ihr mit Unterhaltung? Dass wir nicht dazu gezwungen sind, uns nur Til Schweiger-Filme angucken zu müssen. Ja. Oder Mark Forster-Musik zu hören. Ja. Globalisierung kennt Dustin von zu Hause. Auf dem Containerschiff, du bringst ja auch nur Waren von A nach B. Also ist ja schon, weiß ich nicht, Stützpfeiler der Globalisierung. Tempotaschentücher, Teelichter, Eier und Katzenfutter. Wenn Dustin aus dem Haus ist, hat Britta einen guten halben Tag Zeit für das tägliche Allerlei. Einmal das. Jo. Einkaufen, zur Bank, vielleicht bei der Schwiegermutter vorbeischauen und zum Steuerberater. Hier einmal rein, bitte. Jo. Mit den Vollmachten des Ehemanns. Ein paar Kontoauszüge fehlen. Von beiden Konten, warum auch immer. Das passt ja alles ganz, ganz wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Danke. Mit der Versicherung sprechen, das Abendessen für Dustin vorbereiten. Joggen, nur wenn noch Zeit ist, vor der Arbeit im Elbblick. In einem Altländer-Restaurant hat sie Ingo zum ersten Mal gesehen. Ein Kapitän im Urlaub. Wir haben uns dann mal verabredet und da hat er mich abgeholt. Bei mir aus meiner damaligen Wohnung und dann sind wir zusammen essen gegangen. Und dann war das gerade am Anfang seines Urlaubs und da hatte er dann auch 6 Wochen Zeit. Das heißt, in den 6 Wochen haben wir uns dann auch oft getroffen. Das ist jetzt in der Kirche. Die Trauung an Dustins zweitem Geburtstag. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob er Seemann ist oder nicht. Es kam immer nur auf den Menschen an. Zu der Zeit hatte ich auch überhaupt keine Vorstellung davon, wie es ist, mit einem Seemann zusammenzuleben. Aber da ich in meinem Leben schon so viel alleine gemacht habe, habe ich da eigentlich auch erstmal überhaupt kein Problem drin gesehen. Wieder vor der holländischen Küste, nur in anderer Richtung. Nach 2 Tagen und nach zuletzt endlich 6 Stunden Schlaf. Na,
dem Tag gestern war das gut. Wie gesagt, der Körper holt sich den Schlaf. Noch 3 Stunden bis zum Lotsen vor Rotterdam. 3 Stunden Ruhe. Gut. Dann gucken wir mal, was die Kinder eingepackt haben. Das ist doch, irgendwie ist das süß. Sieh sie, das ist die Bande, ne? Und sie hätte jetzt gerne Fotos von ihrem Robin. Zum Glück nicht über TikTok oder Instagram. Ich bin ja kein Influencer, ne? Oder wie die heißen. Und verschicken in 1-2 Stunden. Dann hat Ingo wieder Netz. Die Hennecke Rambo auf dem Weg zum größten europäischen Hafen. Rotterdam, hier ist immer Stimmung. Hier ist immer was los. Es ist ganz selten, dass hier mal nichts ist. Eigentlich hier ist immer was, aber das ist. Zero seven zero, seven knots. We have chicken with mushroom in oyster sauce. Huhn mit Pilzen in Austernsoße. Dazu Brokkoli und Kartoffeln oder Reis. Aber diesmal nur ein Gericht für alle. Nach dem langen Tag gestern. Das Lotsenboot. Glück gehabt, keine Wartezeit. Ab jetzt 4 Stunden bis zum Liegeplatz mit dem Lotsen auf der Brücke. Ja, so I think 107 aft and 100 half forward. Ja, das ist wieder da. Diesmal hat der Kapitän Zeit zum Essen in der Offiziersmesse. 6 mal 12 Stufen abwärts. Ja. Mit Mushroom, some broccoli. Und er entscheidet sich für die Kartoffeln zum Brokkoli. Aber der erste Maschinist ist schon durch. Ingo ist an seinem Tisch genauso allein wie Josef in der Mannschaftsmesse. Der Koch ist immer als Letzter. Since I was a child, I learned cooking from my grandmother and my mother. Ich habe als Kind Kochen bei meiner Mutter und meiner Großmutter gelernt. Daraus wurde meine Leidenschaft, weil ich auch gerne esse. Und deswegen bin ich auch ein bisschen stämmig. Was läuft in der Grande? Ja, gaan we doen hoor. Ik heb er ook een klapje op gehad. Durch Hetzröhr, einen kanalisierten Arm des Rheinmaas Mündungsdeltas, geht es an dem historischen Hafen Masluis vorbei. In Richtung Eemhaven, einer der älteren, großen, noch stadtnahen Häfen von Rotterdam. Das Anlegemanöver fährt der Kapitän wieder selbst. Ja, hier kommt drei, hoor. Ja, drei mal, hoor. 360 Containerbewegungen, 360 Moves warten auf die Hennecke Rambo. Hamburg ist schneller. Von den Ladeoperations ist Hamburg schneller. Das ist so. Rotterdam ist groß und nicht schnell. Genau so ist das. Nur eine Containerbrücke ist aktiv. Am nächsten Tag um 12 wird das Schiff weiterfahren. Wieder in die Themse, dann weiter nach Spanien. Staubsaugen ist bei Familie Drewes eine Art Wettkampf. Maki gegen Britta. Maki hart, Jahreszeiten unabhängig. Die Katze liegt jetzt schon wieder auf dem Stuhlkissen. Heute muss Britta nach Hamburg, auf die andere Elbseite. Wunderschönes Wetter, ganz prima. Da wurde die Hennecke Rambo gebaut. Auf der Sitaswerft, genau da, wo die kleine Este in die große Elbe mündet. Endgültig stillgelegt im Sommer 2021. Hallo. Arbeitsgruppe in Gesundheit und Pflege. Wollen wir losstarten? Alles klar. Das ist den Schwerpunkt am beruflichen Gymnasium.
Die Gruppe plant ein Quiz. Da wüsste die Lehrerin gerne mehr vor der Präsentation. Wie ist das Quiz geplant, dass ich mir das vorstellen kann? Können Sie das einmal kurz beschreiben? Geplant ist es mit Abkleben. Mhm. Wir kleben drei Felder ab. Mhm. So gesehen dann diese drei Antwortmöglichkeiten, die zur Auswahl stehen. Ja, und eine knappe Auflösung steht dann auch nach der Frage dran. Für Dustin ist das Abitur relevant. Und wenn Sie kalten Kaffee servieren, ist das für alle langweilig. Das heißt, die Fragen müssen so aufgebaut sein, dass sie auch wirklich spannend sind. Ja? Nach Hause in der neuen Warnjacke. Zur Freude der Mitschülerin. Sieht aus wie ein Verkehrshütchen. 10 Kilometer bis Hamburg, bis Kranz. Längst nicht alle wissen, dass der Vater zur See fährt, dass Dustin bei der Mutter aufgewachsen ist. Im Großen und Ganzen jedenfalls. Aber eben nicht nur. Das ist mein Platz. Ja. Das ist Thema. Und wenn Papa zu Hause ist, 2 Monate am Stück? Irgendwann wird es einfach wieder anstrengend. Aber niemals zu anstrengend. Es ist trotzdem immer schön, wenn er da ist. Ja. Dann muss Dustin noch mal an das Quiz und die Fotos zurück in den Schrank. Aber noch nicht sofort. Papa hat alles mit Dustin gemacht. Vom Wickeln über Baden bis mit ihm spielen, er hat alles gemacht. Und das fand Dustin natürlich, als er klein war, dann auch sehr schön. Ne? Wenn Papa dann zu Hause war, der hatte natürlich von morgens bis abends Zeit für Dustin. Hamburg Vorsitzen, schräg gegenüber den Landungsbrücken. Bei der Firma Technolog Schiffstechnologie gibt es Menschen, die nicht die ganze Zeit aus dem Fenster gucken. Vielleicht dann, wenn einer der eigenen Entwürfe vorbeifährt. Schiffbauingenieur Fritjof Rode ist dem Containerschiff der Zukunft auf der Spur. Der Einheitscontainer mit 20 oder 40 Fuß, das wird aufhören. Wir können 20, 40, 45, 30. Wir können Normalbreite, Extrabreite, Normalhohe, High Cubes können wir auch. Also wir müssen heute alles können. Auch Schweröl und Diesel, Vergangenheit. Neuer Treibstoff für moderne Schiffe. Gespart wird über den Verbrauch. Auch CO2 im Verhältnis zu Schiffen der Größe pro beladenen Container, so muss man das dann ja rechnen, also auch den richtigen Nenner wählen. Ich sag mal 2/3 weniger. Das ist schon ein großer Schritt. Aus dem Fenster guckt Rode kaum, aber manchmal in die eigene Geschichte. 16 Jahre Schiffbau im alten Land. Ja, sieht das. Beim alten Land, da war das, sieht das, klar. Ja. Und ein Sitas-Schiff steht immer noch auf Rodes Schreibtisch. Sitas Typ 168. Also eine Schwester von der Hennecke Rambo wird das sein. Der war extrem wichtig. Den haben wir über Jahre gebaut. Der Typ 168 war, ich sag mal, die erfolgreichste Open-Top-Generation überhaupt. 2010, als die Werft ins Straucheln kam, ist Fritjof Rode ausgestiegen. Mit dem Fahrrad zur Arbeit, das ist seitdem vorbei. Aber natürlich wohnt er dann noch auf der Südseite der Elbe. Und die Baupläne hat er auch noch zu Hause. Ein Sitas Typ 168, die Hennecke Rambo, nähert sich Las Palmas auf Gran Canaria. Irgendwo muss der los sein. Morgens um 5. Da ist er. Tagsüber arbeitet das Terminal. Also erst schläfst du gut, dann stehst du auf, Stunde, dann legst du dich wieder hin, dann kannst du wieder nicht einschlafen, wie halt immer so ist. Aber man ist ja Kummer gewöhnt, das geht. Man gewöhnt sich dran. Der Lotse kommt hier nur für eine halbe Stunde an Bord, nur für die Hafeneinfahrt. Die Crew löst die Laschstangen, die mit den Twistlocks die Container auf See stabilisieren. Es wird wohl schnell gehen. Keine 8 Stunden, schätzt der Ladeoffizier. Totally we have for discharging 117 and for loading 89. 117 runter, 89 rauf. Arbeitsbeginn zum Frühstück. Auch an Bord.
Der Kapitän nimmt zwei Pfannkuchen. Danke, los. Ja. Das kennt Josef schon. Morning. Yes. Thank you. Aber Ingo hat heute noch eine Frage. Josef, die Schrimps sind nicht. I think it's a little bit less. Maybe. We need more. Zu wenig Schrimps für den Sonntag. Da muss Ingo los. Aber mit Begleitung. Vielleicht. Robin soll schließlich was erleben auf seiner Reise. Das sieht schon geil aus, ja. Las Palmas ist einer von wenigen Häfen, bei denen man zu Fuß an den Strand kommt. Einmal im Jahr. Also sowas wie jetzt hier mit Füßen im Wasser, also, oder alle zwei Jahre einmal, weiß ich nicht. Also das kommt nicht so oft vor. Die Shrimps nicht vergessen. Die sehen doch gut aus. Was kosten die? So. 70 von 89 Containern sind schon an Bord. Ingo ist immer in Telefonkontakt zum Schiff. Und auf der Henneke Rambo wird die Kühlkette eingehalten. Da hat Josef ein Auge drauf. Abfahrt um 15 Uhr. Vorbei an den Schiffen, die länger brauchen. Und an denen, die nur zum Treibstoffbunkern gekommen sind, bevor es nach Westafrika geht oder nach Brasilien. Zurück in die atlantische Dünung. 30 Stunden Seereise bis Casablanca. All ship, all ship, all ship. This is Gomera Tenerife and Las Palmas Radio. Gomera Tenerife and Las Palmas Radio. Und der zweite Offizier ist auf der Brücke. But anyway, Simon, life is not so bad. So schlecht ist der Seemannsberuf gar nicht. It's more terrible than this one. 30 Stunden und die Sonne von Süden. Für Ingo einer der besten Momente der Reise. Ich bin von klein auf an schon immer, ich war immer mit auf dem Schiff. Meine Eltern haben früher selber im Schiff gehabt. Ich war alle Ferien, ich war am Wochenende, immer wenn das ging, war ich auf dem Schiff. Schon immer. Von daher kam auch eigentlich überhaupt nichts anderes in Frage als das, was ich jetzt hier mache. Die B73, Hauptverkehrsstraße auf der Elbsüdseite. Fritjof Rode wohnt gerade so, dass er sie nicht hört. Ein bisschen mehr Homeoffice seit Corona. Und auf Nachfrage ein 20 Jahre alter Generalplan. Containerschiffe hatten Lukendeckel, um die Container im Schiffsinneren zu schützen. Dann kam Typ 168. In dem Bereich, wie gesagt, oben top. Keine Deckel, nur noch hier vorne. Und im ganzen Bereich, da wo das Schiff am meisten mitnehmen kann, da können wir von oben bis unten 9 Lagen Container hinstellen. Sie kommen an jeden einzelnen Stapel einzeln mit dem Kran ran und können deswegen logistisch ist das viel, viel einfacher. Der Sitas Bugwulst, mit dem damals schon das Wellenbild verändert und Treibstoff gespart wurde. Andere Schiffe, gleich alt, jünger, müssen heute die Geschwindigkeit reduzieren, um mit dem CO2-Ausstoß noch auszukommen. Und der Typ 168 kann noch immer so betrieben werden wie schon seit 10, 20 Jahren. Und weil das Schiff in vielen einfach so zukunftsweisend war, kann man sagen, dass es noch immer sehr modern ist. Es gibt kaum Verbesserungsmöglichkeiten, auch in der heutigen Zeit. Nach den persönlichen Erinnerungen muss Fritjof Rode suchen. Im Gästezimmer.
Also das ist jetzt Kurt Achtmar. Der hat sich das Schiff tatsächlich ausgedacht. Der war immer lustig, der hat immer Späße mitgemacht, der hat immer mitgeholfen, hat jedem mitgeholfen. Rode selbst, noch mit Haaren, hat die Schiffe verkauft, 40 von 52 Typ 168, auch an die Reederei Rambo. Rambo hat immer noch die Schiffe ein bisschen schicker gemacht als alle anderen. Rambo hat immer sehr viel Wert auf Farbe gelegt. Und das ist auch gut so, das kann man den Schiffen hier heute noch ansehen. War nicht der Einzige, aber vielleicht der Extremste. Also, einmal die Familie Sitas und die Familie Rambo mit Taufpaten. Sitas an der Este, eine der ältesten Werften der Welt. 1635 gegründet, stabil bis zur Weltwirtschaftskrise 2008. Die deutsche Schifffahrt hat durch den Wegfall von Sitas Sicherheit verloren und Innovation verloren und auch Verlässlichkeit. Insolvenz 2011. Ich soll als kleiner Junge gesagt haben, da will ich mal arbeiten. Habe ich dann ja auch. Das tut schon weh. Deutlich. Wenn es passt, geht Rode mit seiner Frau gerne am Lühe-Anleger spazieren. Wenn wir zusammen hier sind, dann muss sie sich immer anhören, dass ich frage, wo ist das Schiff gebaut. Und meistens sagt sie dann 168, was sieht das? Und sie liegt ganz oft richtig. 52 Mal Typ 168. Der letzte aus dem Jahr 2008. Ich denke, bis sie so 35 werden, werden wir die hier sehen können. Dann werden sie dann irgendwann abgewrackt werden, ja. Das ist leider normal. Der Tag der Präsentation, das Fach Gesundheit und Pflege. Jetzt muss das Quiz funktionieren. 1, hohes Risiko. 2, geringes. Oder 3, gar kein Risiko. Es geht um AIDS und wie man es vermeiden kann. Spielerisch für die Testgruppe aus einem anderen Jahrgang. Stellt euch vor, ihr wohnt mit einer Person zusammen in einer WG und lebt auf engstem Raum mit dem. Und dann stellt sich im Nachhinein heraus, der hat AIDS. Wie hoch ist das Risiko, dass ich mich bei meinem Mitbewohner jetzt natürlich angesteckt habe? 1, 2 oder 3. Unter den Augen der Fachlehrerin und des Klassenlehrers. Heute gibt es Noten. Speichel hat gar kein Übertragungsrisiko. Deswegen braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Ihr könnt mit einer HIV-infizierten Person ganz normal leben. Und auch ganz normal mit der Person interagieren, umarmen oder sonstige Sachen. 20 Minuten ohne jeden Patzer. Die Präsentation war eigentlich voller Erfolg. Also alle haben gut mitgemacht, wir haben gut präsentiert und ich glaube, es ist gut angekommen. 2 Stunden später ist Dustin auf der Straße. Erleichterung. Mit dem besten Freund, mit Jarno durch York. Das nennt sich OKF. OKF, ne? Ortskontrollfahrt. Mit wiederkehrender Endstation, Lühe-Anleger. Oder wie Dustin und Jarno sagen, L.A. Mal 5 Minuten stehen und gucken, was kommt. Oh, ne? Ein Fiederschiff aus den Niederlanden. Nicht wirklich konkurrenzfähig. Die Hennecke, ne? Das ist so. Ja. Alles andere ist nicht schön. Meines Erachtens nach. Schulschwerpunkt Gesundheit und Pflege. Und wenn es doch noch Seefahrt wird? Ja, musst du nochmal Nautik studieren gehen. Dann musst du erst als Dritter fahren, dann als Zweiter, dann als Erster. Dann kannst du irgendwann Kapitän werden. Dauert ewig und 3 Tage. Das weiß ich nicht. Dauert mir im Prinzip ein bisschen zu lang. Aber mal gucken. Ja, was sagst du dazu, ne? Ich fand so ein alter Seebär eigentlich. Sehe ich dann, ne? Ich sag, ich gebe jetzt keine Versprechen ab. Die Henneke Rambo vor Casablanca.
Da geht die Dünung bis zur Hafeneinfahrt. Absolut harmlos im Vergleich zur irischen See, damals im Januar. Damals von Irland runtergefahren nach Rotterdam. Im Nachhinein war das der Sturm 2007, der Kyrill, der einmal über Europa ging. Wussten wir da aber noch nicht. Und da hat das Schiff dann auch von der Seite, das war eigentlich so, ja, einmal übergeholt, 55 Grad. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, nicht? Dann, ja, da habe ich mir dann auch ein neues Schiff gesucht. Weil das war dann doch ein bisschen too much. Ingo, ist damals nichts passiert. Und das neue Schiff nach dem Sturm war die Hennecke. Licht an in Hafennähe und für den Lotsen. Es ist später Abend. In Casablanca wird nachts gearbeitet. Über den Hafen kommen mehr als die Hälfte aller Importe nach Marokko. It was just slightly missing friends. Ja. Das ist ein Linienschiff, also sehr willkommen. Und es ist sehr gut zu steuern. Immer gut, Sie hier zu haben, Kapitän. Thank you very much, Captain. All the best to you. Yes, all the best. Der afrikanische Hafen der Hennecke Rambo. Er ist auch Ziel für geflüchtete Sudanesen, Malier, Westafrikaner. Damit sie nicht an Bord kommen, stellt der Hafen Wachleute. Mindestens 3. Besser 4. So ist die Landseite überwacht und die Wasserseite. Und es bleibt auch noch Zeit für ein zweites Standbein. Für das berühmte marokkanische Arganöl. Ein kosmetisches Mittel zur Massage für Haut und Haar. Und für die Crew extra günstig. 80 Container zu löschen, 123 zu laden. Um 5 Uhr wieder raus. Seit Casablanca steht kein Container mehr vorne auf der Ladeluke. Gute Gelegenheit zum Entrosten. Nachmittags wird frisch gemalt. Die anderen Plätze ohne Lukendeckel weiter hinten im Schiff sind alle belegt. Von Casablanca hat Robin nicht viel gesehen. Aber vielleicht kommt ja noch was. Der Kapitän geht die Auftragsliste durch. Foto von Robin im Schiff von Antonia. Ich möchte ein Foto von dir und Robin. Ja, alles Sachen, die machbar sind, ne? Ich wollte unbedingt mehr über diese Technik erfahren. Wie nennt man das? Jemand hat das deutsche Fernsehen eingestellt. Keiner hört zu. Mittagspause. Josef wartet auf das europäische Netz. Nächster Hafen, Gibraltar. Davor die Spülmaschine. Only me. Und keiner hilft, wie üblich. Yeah, it's my job. Kein Problem, ist nun mal sein Job. I cannot complain. Der Kapitän kriegt die Milch nicht auf. Der Chief in 3 Sekunden. Vielleicht sollte der Bayer gehen. Einer der Vorteile auf dem Atlantik, man sieht sich öfter als bei den vielen Stopps in der Elbe oder im Englischen Kanal. Der Hafen von Tanga oder Tanger. Die Straße von Gibraltar. Wie von seinem Instinkt gelenkt, zieht es den Kapitän aufs Vorschiff zur Bugspitze.
Der zweite Offizier ist auf der Brücke. Anlegen wird Ingo selbst. Der Affenfelsen ist schon zu sehen. Eine Woche später ist die Hennecke Rambo wieder in der Elbe, vor Anleger Lühe. Oder Catcher Point, wie Ingo Drewes sagt. Und keine zwei Stunden später in Hamburg, zurück nach drei Wochen. Ein bisschen zu früh, die Lade-Operations beginnen erst am Abend. So, today we have for loading 115, discharging 64, not too much. 115 Container an Bord, 64 von Bord. Nicht zu viel, sagt der erste Offizier. Es könnte am frühen Morgen schon wieder losgehen. Aber dann ohne Ingo. Zwei Monate Landurlaub. Der Ablöser ist schon da. Die Übergabe dauert den ganzen Abend. Ach so, ja, ich sehe, wenn ihr kommt, vielleicht komme ich eh vorbei, weil Noel noch frei. Erst um 10 ist es soweit. Das Digger geboren. Er passt da kaum rein. Ein freundliches Wort für jeden, der ihm noch über den Weg läuft. Und nach 3,5 Monaten ist der Kapitän zurück an Land. Dustin holt ihn ab. Zuerst die Arbeitsbeleuchtung in der Küche. Wieso habe ich die jetzt angeschlossen? Alter! Elektriker wäre so richtig meins. Das wäre so richtig meins. Ingo, was? Wenn alle Kabel weg sind jetzt, dann könntest du da auch mal richtig putzen, ne? Ich will nicht putzen, ich will das neu machen. Nein, wenn du dann hast, legst du die Kabel wieder alle hin. Ja, natürlich. Ja, deswegen, bevor. Aber das wird aber weniger mit dem Kabel. Und das, wenn der Käse ist oder du echt nicht weißt, aber Fernsehen gucken brauchst du auch nicht mehr, hast du echt Langeweile hier, ne? Man muss sich was suchen. Und eigentlich suche ich mir immer was. Irgendwas finde ich immer, bevor du hier in die Nase bohrst, weil irgendwann kommst du ja nicht mehr tiefer. Ist doof. Also man findet was. Nächste Aufgabe, bei gutem Wetter der Mast im Garten, wie in jedem Frühjahr. Der Scheißding waggelt. Wow. Früher gehörte das ja zur Ausbildung, in die Raan gehen, auf den großen Segelschiffen. Sicher ist heute noch nichts für mich. Aber nützt ja nichts. Der Winterschmutz. Das ist so, wenn du auf dem Dorf wohnst, ne? Die Nachbarn gucken, fangen an zu tuscheln. Aber wenn man sowas schon hat, kann man sowas auch fliegen. Ist sie so richtig? Ingo hat den Mast für die Flaggen. Das ist cool, ne? Drewes war eine kleine Altländer-Reederei, von denen es damals noch viele gab und die der Vater abgewickelt hat vor der Wirtschaftskrise. 1999 ist er gestorben. Silberhochzeit, kann das sein? Vielleicht. Und Reeder hätte er sich nicht genannt. Seemann. Seemann auch, durch und durch Seemann. Nee, der war auch wichtig für mich. Also das war, ja, wie gesagt. Als wir zusammen gefahren sind, war kurz. Aber war eine super Zeit. Ja. Die Drewes fahren zur See seit Generationen. Als Ingo anfängt, legt er ein Fotoalbum an. Alle von Sie, der? Zu jeder Reise. Oder wenigstens zu jedem Schiff. Ich bin nur auf Siederschiffen gefahren, ja. Unglaublich, ne? Aufgewachsen ist Ingo bei seiner Mutter. Muttersöhnchen, notgedrungen, ne? Vater war ja nie da. Das Arbeitslicht fertig. Ich finde das echt schön. Hat er richtig gut gemacht. Es ist schön hell und man kann endlich was sehen in der Küche. Am Abend in den Elbblick, aber ausnahmsweise nicht zum Arbeiten, sondern um mit allen zusammen zu sein. Lass mich doch. Den ganzen Tag ärgerst du die Katze und fragst dich am Ende des Tages. Außer mit der Katze. Letztes Mal hatte er eine Schramme, diesmal war nichts. Alles gut. Dafür mit den Gastgebern, mit Wujo. Noch ein Tag, ein bis zwei Tage. Und ich habe ja die angewohnt. Und mit Nadine. Am Wochenende kommt Ingo und hilft beim Dachdecken. Hauptsache nicht nochmal Elektrik. Wie steht's denn bei den beiden? Alles in Ordnung? Manchmal. Natürlich haben wir uns noch lieb. Manchmal. Sag ich auch so. Das funktioniert.
Am meisten lieben wir uns, wenn wir nicht zusammen sind. Robin hat seine Reise fast vollendet. Von rund 9000 Kilometern fehlen noch 20. Bis zur Grundschule Assel. Moin, moin. Moin. Lange erwartet? Kennt ihr die noch? Ja. Die Klasse lernt seit Monaten, was Seefahrt bedeutet, mit Robin. Einmal da. Und der war auch nur geliehen. Na ja, haben wir schön Fotos gemacht, die sind ja hoffentlich alle angekommen. Ja, die haben auch alle einen ehrenvollen Platz im Fotobuch bekommen. Das Fotobuch, sozusagen als Ergebnissicherung. Da war die Robin beim Koch. Ich muss ja gucken, was zu essen ist. Die Klasse hat ein Geschenk für Ingo, eine grüne Tasche. Oh, danke schön. Das ist eine Tasche mit unseren Fingerabdrücken drauf. Oh. Alle dabei. Gut. Die letzte Seite ist noch frei im Fotobuch. Wir können noch mal Spaghetti. Eins, zwei, drei. Spaghetti. Perfekt. Super. Stippvisite ein paar Straßen weiter bei der Reederei. Die hat Ingo ja die Robbe eingebrockt. Beziehungsweise ihr Chef. Solange du da jetzt keinen Text zu schreiben musst, ist das alles gut. Reisebericht. In Casablanca war Ingo wieder nicht an Land. Bloß, wie gesagt, Casablanca geht nicht, ne? Okay. Ein Reeder ohne Vorzimmer, ohne Empfangshalle. Du wolltest doch noch eine Moschee fotografieren, oder was hast du? Aber, ja, hab ich. Die Moschee, die aber mit also Bullauge, wie auf See. Ja, so hoch. In der Schule war Ingo lange nicht. Ja, die haben sich auch gefreut, das war gut. Ich fand's gut. In der grünen Tasche war ein Robin-Becher. Kindheit auf dem Land. Bestimmt 10-mal besser, als wenn du das jetzt in der Stadt machst. Da, guck an. Da hinten kommt ein Grauer. Soll ich umdrehen? Bianca. Bianca Rambo. Sitas Typ 168 am Catcher Point. Und gut in Farbe, wie alle bei Rambo. Wie gesagt, früher waren es Familienbetriebe. Da hat man mit dem Schiff die Familie durchgebracht und heute, ja, das ist alles nur noch in Aktiengesellschaften und hast du nicht gesehen. Also die Seefahrt heute, das ist alles mehr ausgelegt auf Profit. Rambo ist auch noch eine Ausnahme, ne? Gott sei Dank, das ist ein Familienverein. Um glücklich zu sein, ob man dafür zur See fahren muss, kann ich jetzt nicht sagen. Das kann ich dir so nicht sagen. Aber ohne könnte ich auch nicht. Wäre nichts. Geht nicht.